Check! Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich habe heute zwei Kantenfräsen für euch und beide von Bosch, einmal Bosch Blau und einmal Bosch Grün. Und die beiden möchte ich mal gegeneinander antreten lassen. Besser gesagt, die möchte ich mal mit euch genauer unter die Lupe nehmen. Ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem Video. Du wunderst dich bestimmt, warum ich das Ganze jetzt hier mache. Meine multifunktionale Werkbank steht proppenvoll. Und wer das letzte Update gesehen hat, weiß ja, dass ich mittlerweile auf der Suche bin nach einer großen Werkstatt in Richtung Leipzig. Und wenn du das Video noch nicht kennst, schau dir das unbedingt an. Eins möchte ich vorweg klarstellen. Es gibt ja ganz, ganz viele Videos auf YouTube über diese Fräse, über diese noch nicht. Und ja, es sind ganz klar Kantenfräsen. Ne? Also das ersetzt jetzt keine Oberfräse. Natürlich könnt ihr damit mal eine Nut ziehen oder sowas in Etappen, aber diese Leistung hier, vor allem bei diesem 12-Volt-Gerät hier, damit könnt ihr nur Kantenfasen oder Fräsen und keine richtige Nutenfräsen wie diese hier. Das ersetzt definitiv keine Oberfräse, um die Frage von vornherein mal klarzustellen. Übrigens, wenn du eine richtig gute Oberfräse suchst, die du beispielsweise in einen Frästisch einbauen willst. Jetzt wird der eine oder andere bestimmt schmunzeln. Ja, dafür ist die gedacht und das wird noch eines Tages geschehen. Kann ich dir diese Fräse empfehlen? Darüber gibt es auch ein Video, findest du unten in der Videobeschreibung. Ich muss sagen, vom Preis her, ich habe beide gekauft in einem Karton. Den hier habe ich bei Bauhaus gekauft. Das war so ein, ja, wie soll man sagen, so ein Glückskauf. Das heißt, du siehst die Maschine und ja, greifst dann zu und kaufst sie dir. Und die habe ich mir über Amazon bestellt. Beide ohne Akku, weil ich diese Akkuserie hier 12 Volt, die nutze ich schon sehr, sehr fleißig in meiner Werkstatt. Ich hatte vor 5 Jahren, hatte ich die Akkuschrauber gehabt das erste Mal. Das sind diese hier, davon habe ich mir 2 Stück gegönnt, 10,8 Volt. Und dann dicht gefolgt vom Exzenterschleifer, Stichsäge, Radio und so weiter und so fort. Eine kleine Handkreissäge habe ich mir jetzt auch bestellt und ich werde das Ganze, ich weiß, es gibt schon ganz, ganz lange auf dem Markt die Dinger und ich bin erst jetzt darauf gekommen und ich werde mir das Ganze mal Stück für Stück ansehen und ihr könnt mich dabei begleiten. So, Kostenfaktor liegt hier im Karton. Ich glaube, da war ein Schlüssel mit dabei, ein 17er, der ist mal abhanden gekommen, deswegen nehme ich jetzt den hier und ein Fräser war, glaube ich, auch dabei. Hier das Gerät ohne Akku liegt bei auch bei 85, 80 Euro. Das variiert ganz stark immer. Oder erzähle ich gerade Quatsch? Nee, ich glaube, die ist teurer. Nee, mit Akku kostet die, glaube ich, 130 oder so, genauso wie die. Also die Preise sind identisch. Das ist Bosch Grün. Das ist die Advance-Serie. Das heißt Power for All. Darüber habe ich auch mal ein extra Video gemacht und der uns hier auf YouTube folgt, der kennt wahrscheinlich die ganzen Videos davon. Ist eine geile Sache. Da machen ganz, ganz viele Hersteller mit, sprich Gardena, Gloria, Wagner. Das heißt, die ganzen Geräte kannst du alle mit einem Akku bedienen und das finde ich halt hier toll. Deswegen habe ich mir die auch gekauft. Hier heißt halt nur 12 Volt. Das heißt, ja, du kannst nur Bosch Blau verwenden. Genau, das zu den Geräten. Ich würde es vorschlagen, wir schauen uns jetzt mal, ja, schauen wir uns mal die blaue an. Du kannst mal als Kommentar da lassen, welche du dir jetzt vom optischen her, welche du dir zuerst kaufen würdest. Mit der GFK 12-8, also 12 steht da für 12 Volt und 8 für den Nutenfräser oder beziehungsweise den Fräser. Die Maschine ist auch ganz, ganz simpel aufgebaut. Man sieht es hier schon, also keiner kommt auf die Idee und nimmt die Fräse so und will losfräsen. Das heißt, du greifst sie schon so und kannst damit auch loslegen. Und wie ich schon am Anfang erzählt habe, es ist eine Kantenfräse. Das heißt, du siehst jetzt hier schon am Auflagetisch, dass der Fräser links sitzt, beziehungsweise die Bohrung. Das heißt, nicht mittig wie bei diesem Gerät jetzt hier. Das heißt, du setzt die Fräse an und kannst dann hier beispielsweise, hier hast du auch noch Riefen drin, das heißt, die eine Hand führt die Maschine, die andere Hand drückt den Tisch nach unten und dann kannst du quasi an der Kante entlang fahren
Und hier läuft dann der Fräser. Ne? Viele, die das noch nicht wussten, beziehungsweise ich anfangs, habe dann so gefräst. Das ist natürlich nicht der Sinn. Du merkst dann, hier kippelst du ganz schnell weg. So ist die Maschine konzipiert. Finde ich schon mal ganz, ganz toll. Ist natürlich ein bisschen gewöhnungsbedürftig. So, dann haben wir hier An- und Ausschalter. Das heißt, du kannst hier mit dem Daumen die Maschine an- und ausschalten. Geht nicht so richtig, der müsste wahrscheinlich hier weiter unten sitzen. Hier oben ist ein bisschen problematisch. Kannst natürlich mit der anderen Hand das Ganze anschalten. Jetzt siehst du auch hier, wir haben eine Akkuanzeige. Zwei Balken von drei, sprich, ja, Akku ist noch mehr als halb voll. Ladegerät bzw. Akku wechseln geht auch ganz einfach von oben. Das Tolle hier an der Maschine finde ich, also du kannst, hat jede Maschine eine Arretierung hier. Und hier einen Knopf, dann kannst du den Tisch halt einstellen. Hier kannst du nochmal eine Feineinstellung machen, in diesem Rädchen hier. Und dann kannst du es hier halt fixieren. Und hier hast du nochmal eine kleine Schlitzschraube oben drin und dann kannst du das Ganze auch nochmal fixieren. Das heißt, wenn du die reinschraubst, kommt hier eine kleine Schraube raus und die fixiert dann dieses Verstellrädchen, sodass sich das Ganze nicht mehr verstellt. So, wenn wir jetzt einen neuen Fräser einbauen wollen, das ist halt ein Pluspunkt für die Maschine. Ziehst du hier an diesen Arretierring oder Schieberegel. So, und dann musst du das Ganze auch einrasten. Na komm. Oder ist er schon drin? Jetzt. So, dann macht es einmal Klack und dann bleibt er auch von alleine draußen stehen. Und dann kannst du mit dem mitgelieferten 17er Schlüssel, wie gesagt, das ist jetzt einer, der nicht mitgeliefert worden ist, kannst du das Ganze lösen und den Fräser wechseln. Ganz, ganz einfach. Der ist jetzt ein bisschen fest. Und dann wieder reinschieben. Und bei guten Fräsern, fällt mir jetzt ein, siehst du auch eine Markierung auf den Schaft. Sprich, da ist ein Strich. Und sobald muss der mindestens in das Spannfutter oder hier in dieses, in den Achterschaft, ja, in der Bohrung hineingeschoben werden. Und dann das Ganze festgezogen. Der hat jetzt keinen, das heißt, ja, nicht so wirklich Qualität. Ne? So, jetzt schauen wir uns mal die Bosch Grünan Advanced Trim Router 18. 18 Volt, 8 Durchmesser, also vom Schaft her. Ne? Ihr könnt natürlich, wie gesagt, auch einen 6er reinschrauben. Jetzt bin ich mir natürlich unsicher. Es kann auch sein, dass hier auch ein 6er war. Ist schon ein bisschen lange her, wo ich mir die zugelegt habe. Das Tolle hieran, ihr könnt natürlich jetzt 18 Volt Akkus reinschieben. Die gibt es unterschiedlich von 1,5 Ampere, ich glaube bis 4 oder 8 Ampere. So, dann haben wir hier An- und Ausschalter. Hört sich schon ein bisschen lauter an. Und wir haben hier im Gegensatz zu der anderen Maschine ein Verstell- oder ein Drehrad von 1 bis 6. Damit kannst du die Drehzahl regulieren. Und da ich alles im Kopf habe, habe ich mir das natürlich auch geschrieben. Die Drehzahl ist jetzt hier von 10, also Stufe 1 ist 10 und Stufe 6 sind 30.000 Umdrehungen. Das Ulkige, beide Maschinen wiegen 1,1 Kilo. Obwohl die irgendwie nach mehr aussieht, aber tut sie nicht. So, An- und Ausschalter, hier haben wir auch wieder eine Akkuzeige, Anzeige und man merkt schon, die Maschine ist lauter. Warum? Ja klar, wegen den Drehzahlen. So, dann haben wir hier, das ist ein bisschen komplizierter als hier. Hier kannst du ganz schnell einen Fräser wechseln, hier eigentlich auch. Löst du diese Stellschraube und ziehst einfach den Motor heraus. Hast du hier einen Arretierknopf, den festgestellt und dann kannst du das Ganze festziehen. Soll man natürlich nicht verwenden, also wurde oder ganz oft gesagt bei der Makita auch, dass dieser Arretierknopf hier nur dazu dient, dass man, ja, wozu dient der? Man soll eigentlich immer hier diese Einfräsung hier verwenden und dann nochmal einen 17er Schlüssel und dann das Ganze lösen oder 19er, je nachdem. Weil wenn ich jetzt den Arretierknopf verwende und das Ganze festziehe, kann es dazu kommen, dass die Spindel reißt. Wurde schon ganz, ganz oft erwähnt in den Videos, aber ich bin immer so ein Typ, ich habe darauf keinen Bock oder bin zu faul und dann ja, fräse ich oder ziehe das Ganze so fest. Ne? So,
Das heißt, Fräser eingelegt und dann zack reingesteckt. So, und dann könnt ihr das auch ganz einstellen. Ist natürlich nicht so fein wie jetzt hier, aber das funktioniert auch. Das Tolle hieran, wir haben hier einen großen Tisch, einen Auflagetisch. Jetzt wird bestimmt der ein oder andere sagen, ja, schön, zerkratzt ganz schnell. Ja, stimmt. Aber ich finde es trotzdem gut, weil du siehst, was du fräst. Hier sehen wir das nicht so, kommen wir gleich nochmal drauf. Das Tolle daran, du kannst das Ganze nochmal abschrauben, dann hast du einen kleinen vierkantigen Tisch. So, ich finde diese Fräse hier durch den stärkeren Akku und durch die höhere Drehzahl können wir daraus einen richtig, richtig tollen kleinen Frästisch bauen. Das Ganze ist ganz, ganz schnell rausgebaut, hier gelöst, wie gesagt, und dann zack rausgezogen und können wir den Fräser wechseln. Und ich habe auch schon ein, zwei Tische gesehen jetzt hier für diese Fräse, aber das Ganze hat mir noch nicht so wirklich gefallen, weil der Fräserwechsel, der geht nicht so wirklich schnell vonstatten. Das ist hier natürlich anders. Ja, und das war jetzt die Bosch Grün. Ich finde, ja, Pluspunkt natürlich der klare Tisch. Dann gibt es natürlich hier noch mal eine Menge Zubehör und natürlich, wir haben die Funktion hier, das Ganze abzusaugen. Das heißt, na, irgendwo war hier ein kleiner Lupsi. So, und dann könnt ihr das Ganze reinstecken, Clips. Und dann habt ihr eine Möglichkeit, das Ganze abzusaugen. Und wenn ihr fräst, ihr habt nicht die Möglichkeit, irgendwie in den Fräser zu greifen. Finde ich schon mal ganz, ganz klasse. Was ich jetzt hier, ist ein bisschen ungewohnt, die Maschine. Also wo ich das erste Mal in der Hand hatte, musste ich mal ganz, ganz kurz überlegen, wie man die hält. Natürlich kommt man da ganz, ganz schnell drauf. Aber ich hatte Angst beim Fräsen, dass ich irgendwie hier reingreife. Ne? Auch wenn die Gefahr sehr, sehr gering ist, aber es kann passieren. Wenn wir jetzt so arbeiten, natürlich nicht, aber wie gesagt, man greift hier und ruckzuck ist der kleine Finger drin. Ich weiß nicht, ob das schon mal euch passiert ist. Mir noch nicht, zum Glück, aber diese Bedienung, wie ich das die Wiener Maschine festhalte, da es sehr neu ist, ist es sehr ungewohnt. Hier, jeder Handtrimmer oder Handrouter fässt man meistens immer so an, weil die meistens immer so rund sind und dann zack, fräst du, ne? Verletzungsgefahr sehr, sehr gering. Und wenn, dann fäst du die Maschine von oben an. Und von unten, wie gesagt, hast du hier ein ganz, ganz kleines Loch, aber da kommst du selbst da, kommst du nicht mal am Fräser ran. Ja, die Maschine 13.000 Umdrehungen pro Minute, die 30.000, ne? Hier kann ich leider die Drehzahl nicht regulieren. Hier kann ich nur einen Akku verwenden, hier kann ich mehrere verwenden, beziehungsweise die Amperezahl erhöhen. Ich kann die Drehzahl regulieren. Preis ist, wie gesagt, verlinke ich euch unten, müsst ihr mal selber schauen, sind recht identisch. Jetzt muss natürlich jeder selber wissen, ich möchte euch nicht sagen, welche Maschine ihr kaufen sollt, welche ihr besser findet. Also ihr müsst es selber entscheiden letztendlich. Ich habe mir die als allererstes gekauft, beziehungsweise ich zeige euch mal was. Jetzt ist noch eine dritte Maschine dazugekommen, und zwar die Makita. Das war mein erster Handtrimmer. Ist natürlich ein Netzteil. Dadurch hat er natürlich viel, viel mehr Umdrehung. Also auch 30.000 Umdrehung, aber viel, viel mehr Power, ne? Letztendlich. Ist meine absolute Lieblingsmaschine, wenn es in der Werkstatt drum geht. Natürlich hast du ein Kabel, aber auch hier ein Handgriff und zack, 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 ganz schnell gefräst. Irgendwann macht hier der Akku schlapp oder irgendwann macht da der Akku schlapp. Einfach mal so nebenbei, darüber gibt es auch ein Video. Wenn du was suchst, was an der Oberfräse sehr nahe kommen soll, dann kann ich dir diese Maschine sehr empfehlen. Aber darum sollte es nicht gehen. Ich wollte dir nur mal ganz kurz zeigen, warum ich lieber zum Fräsen mit einer Hand mit dieser Maschine fräse, weil ich es einfach gewohnt bin. Ich möchte aber fair zu euch sein. Ich möchte jetzt keinen Punkt sagen, dass ich die Maschine besser finde oder die. Das müsst ihr letztendlich selber entscheiden. Ich kann euch sagen, ich habe diese zuerst gekauft und das war ein Blitzkauf quasi, ne? Ich habe das im Baumarkt gesehen und cool, kannst du mit Powerful All Allianz verwenden, mit dem Akkusystem, und der Preis war einfach umschlagbar, musst mir einfach die Maschine dann kaufen. Natürlich sehe ich jetzt an erster Linie, fallen mir natürlich ein paar Sachen auf. Drehzahlregulierung, wie gesagt, in der Absaugfunktion. Der Tisch ist hier, ja, durchsichtig. Das heißt, du kannst damit auch eine Hohlkehlfräse einspannen und kannst beispielsweise was in einer Tischplatte einfräsen, Blumen, Namen oder sonst irgendwas. Wenn du hiermit fräsen willst, dann wird das ziemlich schwer, den Fräser anzuschauen, beziehungsweise den Verlauf vom Fräser.
Du musst noch überlegen, die Späne, die dabei entsteht und. Das heißt, die Fräse ist dafür eigentlich nicht geeignet. Ne? Dann, wie gesagt, der Akku und. Es gibt Sachen, die dafür sprechen, Sachen, die dagegen sprechen. Ich habe die trotzdem dabei und die wird auch einen festen Standpunkt bei mir kriegen in der Werkstatt, weil ich die definitiv nur für Kantenbearbeitung verwende. Beispielsweise eine Faser ran oder eine Rundung ran oder eine Hohlkehle ran. Genauso wie diese Maschine. Die werde ich wahrscheinlich mehr für den Bau verwenden, für unterwegs, weil alle meine Baustellenmaschinen, das ist zum größten Teil, haben diesen Akku hier. Und da ist das Ganze viel, viel einfacher und schneller griffbereit. Und dafür habe ich diese Maschine mir zugelegt. Als Frästorobjekt zum Testen habe ich mir jetzt hier eine Siebdruckplatte besorgt. Wir haben hier drin eine Multiplex, außen ist die beschichtet. Das heißt, wenn wir jetzt fräsen und das ausfräsen sollte, dann sehen wir das gleich. Vorsicht, Siebdruckplatte ist immer sehr, sehr scharfkantig. Ich merke das schon hier. Schneidet euch dabei nicht. Wie es erwarten war, ist das Ganze sehr, sehr schön geworden. Es ist nicht ausgerissen. Ihr müsst natürlich auch scharfe Fräse haben. Das ist natürlich eine Grundvoraussetzung. Ja, und das Ergebnis, wie es nicht anders zu erwarten war, eine richtig, richtig schöne, saubere Kante. Wie gesagt, ihr müsst natürlich auch scharfe Fräse haben. Als nächstes fräsen wir mal Stirnholz. Das ist jetzt Eiche, 20 mm dick. Dürfte eigentlich für die Maschine ja auch kein Problem sein. Wie ihr gerade seht, ich habe wirklich Probleme, die irgendwie so anzufassen. Ne? Also das ist ziemlich ungewohnt. Auch hier ein sauberes Ergebnis. Man sieht hier anfangs eine kleine Brandspur. Das liegt daran, da ich den Fräser so langsam geführt habe. Und wir sehen hier die Rundung. Da können wir noch mal ein bisschen Feineinstellungen machen, damit die noch ein bisschen runder wird. Ansonsten ist das Ergebnis auch sehr gut. Also es ist nichts ausgefranst. Es steht jetzt nichts über irgendwie. Das Holz ist sehr schön sauber, auch wie der Schnitt. Auch hier mit der Bosch Grün fräsen wir auch mal eine Rundung hier ran. Sehr schön. Auch hier eine schnelle, saubere Kante. Man merkt wirklich, dass die Drehzahl höher ist. Ne? Also man schafft viel mehr Material gefühlt. Also nicht gefühlt, sondern es ist wirklich so. So, das gleiche Spiel auch hier. Wir fräsen wieder eine Stirnholzkante. Und ich stelle jetzt hier die Fräse auf 5. Ja, machen wir mal auf 4000. Na, 5. 5 müsste wahrscheinlich so um die 25.000 Umdrehungen sein. Und hier fällt mir auch das Ansetzen viel, viel einfacher, weil ich es einfach gewohnt bin von der Makita aus. Auch hier die Kante nicht anders zu erwarten. Eine schöne Rundung. Naja, könnte besser sein. Können wir auch noch mal ein bisschen nachstellen. Aber das Ganze ging richtig flott. Also man hat schon gemerkt, dass diese Drehzahl... dass die höhere Drehzahl schon eine Menge ausmacht. Ja, das waren jetzt beide Maschinen auf einen Streich. Letztendlich müsst ihr selber entscheiden, welche für euch am besten ist. Ich habe euch jetzt mal ein paar Vorteile und ein paar Nachteile gezeigt. Was ich noch nicht erwähnt hatte, ist, und zwar, ein ganz, ganz kleiner Nachteil für die Bosch Grün. Wir haben hier sehr, sehr viel Plastik. Das heißt, das unterste Gehäuse, der Korb, ist komplett aus Plastik. Und führt dazu natürlich irgendwann, wird Plastik, ja, es ist so ein Hartplastik, ne? Wird irgendwann, gehen die Weichmacher raus, porös, und dann fängt das dann irgendwann an zu springen, vor allem hier bei der Verstellschraube und so weiter und so fort. Haben wir natürlich hier nicht. Hier haben wir zum größten Teil Gummi und auch Plastik, aber das ist halt ein ganz anderer Plastik, als es dieser Plastik ist. Und der Frästisch beispielsweise ist aus Aluminium. Also hier wurde viel
besseres und hochwertiges Material verarbeitet, im Gegensatz hier. Preis-Leistung bzw. preistechnisch sind die beide gleich. Ja, und ich denke, mehr gibt es da gar nicht hinzuzufügen. Übrigens, die Makita, die ich gerade in der Hand hatte, diesen Handrouter, der hat 6 Kilo. Die haben beide, glaube ich, 2,1 Kilo mit Akku, ohne Akku 1 Kilo, 1,1 Kilo. Ja, ihr müsst letztendlich selber entscheiden, welche ihr am besten findet. Ich glaube aber, wenn wir jetzt den ganzen 10 Punkte geben würden, dann würde ich sagen, kriegt dieser Handrouter hier oder Handtrimmer 8 Punkte und der von Bosch 6,5, also Bosch Blau, 6,5, 7 Punkte. Wie seht ihr das? Würde mich mal über eure Meinung freuen, beziehungsweise Erfahrung. Oder hättet ihr genauso gehandelt wie ich? Erst diese und dann hättet ihr festgestellt, oh, mit der lässt sich es doch besser arbeiten. Ich weiß es nicht. Teilt es mir mit. Ansonsten würde ich mich über einen Handwerker-Daumen nach oben von euch freuen und über einen Handwerker, über ein Abo. So, jetzt haben wir es. Wenn man das 2000 Mal wiederholt, jedes Video, dann wird es irgendwann, ja, zur Last, ne? Ich wünsche euch was. Ciao. So, meine Freunde, machen wir jetzt. Jetzt müssen wir mal fräsen, ne?